Frosch heißt der Mann. Walter Frosch, 23 Jahre, Außenverteidiger beim SV Alsenborn, ein Abwehrspieler mit vielen Qualitäten. Hart, kompromisslos, konditionsstark und torgefährlich in der Offensive. Ein Spieler, um den sich die Bundesliga-Clubs reißen müssten. Doch der Mann aus Rhein-Gönheim hat nicht den besten Ruf. Sein Verhalten auf dem Spielfeld trug ihm in der Presse Attribute ein wie Frosch der Treter, Frosch der Gelbe oder Treter der Liga. Treter, es sagen zwar viele Gegenspieler oder auch die Zuschauer, dass ich ein Treter bin, aber wenn er ein bisschen anders vom Fußball spielt, sieht er das wahrscheinlich, dass ich kein Treter bin. 19. August 1973, SV Alsenborn gegen Südwest Ludwigshafen, 85. Minute, Walter Frosch, Nummer 2. Ich habe wieder schlichte Nerven noch faul. Ich bin halt, wie soll man sagen, ein bisschen aggressiv im Sportplatz. Ich lasse mir nichts gefallen. Und gehe halt, ich kämpfe den Ball, ich bin ein Kämpfertipp. Und da wird vielleicht halt, und du bist halt zum Gegner nicht schonen, du mich selbst auch nicht schonen. Dass der manchmal faul vorkommt, ist ganz normal. Ja, ich bin viermal vom Platz gestellt worden, dreimal zu Unrecht. Einmal bin ich auch nicht gesperrt worden. Und die andere dreimal waren zweimal 14 Tage Sperre und einmal 4 Wochen. Wenn ein anderer vom Platz gestellt wird, nur einmal, kriegt er meistens 8 Wochen Vierteljahr. Also waren die Sachen, wo ich gedreht habe, waren weit nicht so schlimm, wie das meistens in der Zeitung geschildert wird. Der Mann, der meckert, schimpft und droht, der rempelt, tritt und fault, der es mittlerweile sogar auf 5 Feldverweise brachte und der gelbe Karten en gros erhielt, pflegt den Leuten aufs Dach zu steigen. Walter Frosch ist Schornsteinfeger von Beruf. Es wäre nun das nächste Konto, das in der Sonnenblanz unterzubringen ist. Herr Frosch. In 15 Fächern werden die 14 angehenden Schornsteinfegermeister unterrichtet, die aus dem gesamten Bundesgebiet auf die einzige Ganztagsschule dieser Art gekommen sind. Privat, 530 im Sul. Wer hat Angst vor Walter Frosch? Trainerphilosoph Max Merkel hat einmal gesagt, eine Mannschaft müsse den Gegner hassen, um die volle Leistung erbringen zu können. Na, hassen kann man direkt nicht sagen. Zum Großteil habe ich mit meinen Gegenspielern gegen dich direkt spiele, gutes Verhältnis. Vor dem Spiel und während dem Spiel wird es halt ein bisschen giftig, aber nach dem Spiel legt sich das alles wieder. Ich kriege es immer von der Furschenschaften, vom Trainern Sets gelegt, dass ich nicht so oft gesperrt werde. Und dass ich muss ich halt jetzt halt mich ein bisschen zurückschränken und muss vorsichtiger werden. Und bin ich ja mehr gesperrt, wie dass ich Fußball spiele. Frosch ist vorsichtiger geworden. Früher drohte er seinen Gegner Revanche-Fouls, Schläge im Rückspiel, Krankenhausaufenthalte oder andere Liebenswürdigkeiten an. In der letzten Zeit überstand er einmal 6 Spiele ohne Verwarnung. Während der Begegnung gegen TuS Neuendorf, aus der diese Ausschnitte stammen, beging er nicht ein einziges Foul. Sein Ruf scheint schlechter zu sein als sein Verhalten. Sind die Schiedsrichter ihm gegenüber voreingenommen? Ja, die Schiedsrichter kann man schon wohl sagen, jetzt gerade die letzte Zeit sind davor eingenommen. Das merke ich schon bei der Passkontrolle in der Kabine. Wenn ich dann hätte, die Nummer 3, Frosch Walter, ja, die müssen so ein bisschen aufpassen, gell? Dann schränkt der gleich die Gelbkarte oder so weiter. Nicht? Bei mir machen sie das Thema eher wie beim anderen. Kein Schiedsrichter war bereit, sich auf den Spieler Frosch bezogen zu äußern. Eine allgemein gestellte Frage nach der Voreingenommenheit hat einmal Schiedsrichter Ferdinand Biversi beantwortet. Das wäre der größte Fehler, den man als Schiedsrichter machen könnte, wenn man voreingenommen in ein Spiel reingeht. Ja. Für uns ist ein Spieler, was der andere ist. Wie wäre es, wenn Walter Frosch später einmal selbst Schiedsrichter werden würde? Also Schiedsrichter will ich auf keinen Fall werden, weil ich weiß, was ein Schiedsrichter, wenn er bei uns pfeift, was der in den Kopf geschmissen kriegt, bis Spielraum ist, das will ich mir schon mal gar nicht erhören. Wenn ich Schiedsrichter bin, dass mir ein Spieler selber sägt, da kenne ich mich wahrscheinlich nämlich nicht in der Haut halten. Dann lieber nicht. Walter Frosch, eine pfälzische Mischung aus Nobby Styles und Jason King, ist mehr als ein guter Spieler. Ohne es zu wollen, verkörpert er den Typ des markigen Originals auf dem Fußballplatz, das bei Schiedsrichtern und Zuschauern Verärgerung, mitunter aber auch Heiterkeit auslöst.